Hier ist noch einer. Tschüss. Ach, hier sind ganz viele. Ich glaube, da hinten ist sogar noch ein dritter, kann das sein? Jawohl. Treffe ich damit? Yeah! Drei noch übrig. Ach Gott, wie viel. Mann, wie groß ist denn das hier normal? Das ist doch blöd, so ein riesen Gebäude oder so. Das ist so groß, ist doch ein Schiff gar nicht unten. Das ist doch Blödsinn. So. Und der letzte, der drittletzte. Aua, ich bin getroffen worden. Hier ist noch einer. Ja. Ein einziger Dino noch übrig. Wo ist er? Mein Gott, sind so viele Räume noch. Ein leerer Raum, danke sehr. Gehen wir da mal gucken. Wo ist der letzte Dino? Hier ist er nicht. Dann war hier eine komplette Sackgasse. Aber es gibt ja noch genug Türen, die wir gesehen haben. Ist da noch irgendwas gewesen? Nee. Oh, wir haben die 8000 Punkte Marke durchbrochen. Ich glaube mehr, also 9000 werden wir wahrscheinlich nie mehr erreichen. Immerhin. Bin ja oft Game Over gegangen. Ich glaube schon, aber ich bin schon mal ein paar Mal, also das Game Over, ich habe ein paar Mal alle Leben verloren. Ne? Das war gar nicht so unhäufig. Drei weitere Türen. Also suche ich einen vergammelten Dino in so ein. Och Mann, Gott, wo sind denn nur Türen hier? So ein blödes Labyrinth nach dem blöden letzten Dino. Den würde ich aber noch wegmachen. Also das wäre jetzt so blöd. Also, den einen will ich auch noch weg haben. Also den einen soll es nicht scheitern. Oh Gott, wir gehen aber eben ans Terminal, sonst finde ich das nicht mehr wieder. Okay? Gehen wir eben dran. Das werde ich hier nicht mehr wiederfinden. Vielleicht kann ich hiermit irgendwas machen. Zweifel das. Also ich kann. Warum soll ich hier. Ich verstehe einfach nicht, warum die hier sind. Die bringen doch gar nichts. Ja, wieder dieselben Tore, kennen wir ja. Wieder zurück. Parksteuerung. Gehen wir auf den Sicherheitsparkdienst. Antrag auf Level 1. Antrag verweigert. Welche Überraschung. Kommunikation. Schiff Kommunen. Antrag verweigert. So, das letzte nochmal. Schiff, Festland, so wie verweigert. Alles klar. Schrott, ey. Ich frag mich, ob die noch eine Rolle spielen, diese Terminals. Vielleicht ist das auch nur ein bisschen Gimmick, ich weiß es nicht. Aber hier bin ich hergekommen. Das Ding bin ich ja schon mal vorbeigelaufen. Jetzt haben sie wieder so ein kleines Labyrinth nach dem letzten Dino gemacht, ey. Wie beschissen ist das? Also, wenn ich noch 5 Minuten hier rumlaufe, dann pfeife ich auf den. Hab keinen Bock auf den. Interessiert mich dann doch nicht, ehrlich gesagt. Da sind mir so viele Türen, ey. Ist doch behindert. Warnung, bla bla bla. Da war ich auch schon, ne? Ja. Fahrstuhl? Wir haben doch keinen Fahrstuhl im Dunkeln betätigt. Doch. Ich meine nicht. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Oder haben wir doch einen Fahr... Nee, das kann gar nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Komisch. Dann will ich jetzt gucken, wo der hinfährt. Also, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Was? Ich brauche Sicherheitsstufe 2 hierfür? Die gibt's doch gar nicht, ist ein Mythos. Okay. Spielt das noch eine Rolle, dass ich hier nochmal hingehen muss? Ich hoffe nicht. Merkwürdig. Mann, wo ist der denn? Das war, glaube ich, wo wir herkamen. Waren wir den Gang schon mal gegangen? Ich weiß es nicht. Ah, waren wir nicht. Ah, der letzte Dino des Spiels. Guckt euch den an. Verpiss dich. Bam.
durch eine gemeinsame Kugelraketengeschoss oder so. Ja, aber mehr müssen wir jetzt hier nicht machen. Also bevor ich mich verlaufe, gehe ich nochmal schnell zurück, weil da war der Ausgang. So, wir haben Dr. Wu's Karte, das war ja anscheinend wichtig. Hier gibt es noch eine Sicherheitsstufe 2. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich hingehen müssen. Für die Sicherheitsstufe 2, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht was für die Sicherheitsstufe 1. Also, keine Ahnung, wo man das Zeug herkriegt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder ins Besucherzentrum. Mal wieder. Und da können wir endlich können wir da durch diese Tür da. Mit Dr. Wu's ID-Karte. Also ist zumindest ist passiert genau das, was ich beim letzten Mal versprochen habe, dass wir jetzt endlich, wo wir endlich das Schiff erreicht haben, dass wir endlich ein bisschen Fortschritt haben und nicht mehr stundenlang hin und her laufen und keiner weiß, was wir hier überhaupt machen müssen. Das passiert echt nicht mehr. Ich denke mal schon. Ich denke mal, da bei Dr. Wu wird, der wird irgendwas versteckt haben, was uns weiterbringt. Irgendwas wird das sein. Neben den blöden Raketenwerfer. Weil wir haben das Komische ist ja, ich habe das Nervengas habe ich ja gehabt. Ich habe das Nervengas und ich habe es gelesen. Ich habe gehört, man soll das genau wie ich es getan habe in diese Raptornester hineinlegen. Aber wie wir gesehen haben, hat das nicht funktioniert. Ich war ja drin, ich bin durchgelaufen. Deswegen vermute ich mal, müssen wir noch andere Aufträge machen und das funktioniert dann erst am Ende oder so als Final sozusagen. Finde ich ziemlich blöd, ehrlich gesagt, dass man einfach nicht weiß, dass es so ist. Aber es geht nicht. Ich bin durchgelaufen und dann hätte es eigentlich funktionieren müssen. Habe ich mehrmals so gelesen. Aber es hat nicht funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen. Ich vermute mal, dass es aus den Gründen ist. Aber doch irgendwelche anderen Sachen erledigen müssen. Kann ich hier drüber springen? Das geht's. Ach, ich sammle die ja gar nicht automatisch ein. Blödsinn. Aber das war eh eine Sackgasse. Ah, mein Gott, wie oft wir diesen verdammten Berg schon durchgelaufen sind. Das haben wir auch schon oft gemacht. Kommt nicht irgendwo so ein Gleich. Ja, genau, den meinte ich. Aber von vorne ist er ein bisschen schwieriger auszuweichen. Ach ja, genau, und hier rechts war der Geheimgang, aber ja, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr durchzugehen. Also immer so viel Leben werden wir jetzt auch wieder nicht mehr verlieren, dass wir das noch brauchen. Das war knapp. Weil wir haben ja mal gesehen, dadurch kann ich auch sterben. Ach, wie soll ich den denn ausweichen? Das ist Blödsinn. Ja, was gibt's zu erzählen heute? Ich bin ziemlich ausgelaugt ein bisschen. Ganz ehrlich sagen. Ich war heute mit meiner Schulklasse nach Münster gefahren. Ich bin mit meiner Schulklasse heute nach Münster gefahren. Und bin den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen. Mir tut nicht alles weh, aber weiß nicht, ich bin danach irgendwie ein bisschen ausgelaugt dann irgendwie. Und das ist dann doch ein bisschen kaputt. Aber ich will unbedingt das Spiel loswerden, denn danach kommt ein ultra geiles Projekt, ein ultra geiles Spiel. Hoffe ich zumindest, ich hoffe es mir. Ich habe es vorher noch nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich verspreche mir so viel davon, das würde ich unbedingt machen. Aber davor möchte ich erstmal das hier weg haben. Weil jetzt sind wir so kurz am Ende, da würde ich es nicht abbrechen und dann irgendwie 10 Jahre später weitermachen. Also endlich will ich das hier zu Ende bringen. Mann, heute Abend, endlich. Wenn ich endlich was anderes machen kann. Das gibt mir schon ein bisschen, also, ich habe überraschend mehr Zeit damit investiert, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste da viel weniger investieren. Dass das so lange dauert, aber ist nun mal so, ich bin einfach... Diesmal bin ich nicht bereit oder fähig, mir dafür die Schuld zu geben. Also, da gebe ich das Spiel gerne die Schuld für diesen Scheiß. Diese ungenauen Aufträge und, ach, komm, ey. Ich weiß nicht, also irgendwie... Hat das schon so ein paar Macken. So, auf der... Hier war das, ne? Auf dem ersten Erdgeschoss. Genau, hier kommt die Brutkammer. Ja, genau, da ist es. Bin mal gespannt, was Dr. Wu da versteckt hat. Kann ja eigentlich nur was mit den... irgendwas Wissenschaftliches sein. Weil das war ja irgendwie so ein Wissenschaftler da oder so ähnlich. Also, wenn man jetzt der Story folgen würde, dann natürlich... So, die Tür war das und... Tada! Sie geht auf. So, gucken, ob hier noch ein paar Dinos sind. Hier, jemand hat Munition, also kommen noch welche. What the fuck? Wieso sind hier so viele... Türen und... Also, Munition und Verbandskasten. Das sieht für mich immer so aus, als wenn irgendwas Fieses kommen würde. Aber was soll denn da kommen? Ein Terminal ist hier. Noch mehr Raketen. Noch mehr Türen.
Ja, wie gesagt, das Terminal machen wir als letztes. Wieso treffe ich hier überall Terminals an? Ah, Laboratorium. Wow, das sieht schon ganz schick aus. Boah, ich verstehe einfach nicht, warum ich hier so viel zu fressen kriege. Ich habe schon wieder was zu essen hier rumliegen. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Bitte, weil das ist eine Sackgasse, wie ich gerade sehe. Fuck. Hä, das kann doch nicht sein. Ich habe doch die ID-Karte von Dr. Wu. Ich bin nur dadurch hingegangen. Das heißt, hier muss irgendwas sein. Die Barstühle, die verschwinden allmählich. Hier muss doch irgendwas sein, was mich weiterbringt. Ja, alle Hoffnung ist auf das Licht, fliegt für mich im Terminal. Aber ob das was bringt, also bezweifle ich mal ganz stark. Das sieht mir nämlich genauso aus wie die Sachen davor. Ah, Mann. Türsteuerung. Nee, ich habe den Bewegungsmelder. Nee, hallo, will ich nicht. Jetzt gucken, was die Türsteuerung an, ob sich irgendwas geändert hat. Bezweifle ich aber, dass sich hier was geändert hat. Das hat ja echt nicht so viel Funktion. Dann gehen wir auf die Sicherheitsdienst irgendwas, ob wir hier irgendwas ändern können. Ob Dr. Wu da irgendwie fähig war, dazu irgendwas zu regeln oder so. Der User Hut, keine Ahnung was Hut ist, der User Hut nun Zugriff, oder ach so, hat nun Zugriff auf Level 1. Ich dachte schon, da stand so ein Müll, weil hier so ein Schloss war. Wir haben Level 1, Leute. Wie geil ist das denn? Also das ging jetzt nur an diesem Terminal wahrscheinlich. Oh, endlich haben wir die Stufe 1. Kann ich auch direkt Stufe 2 haben? Hoppala. Nein, hallo, nee, will ich nicht. Kann ich auch direkt Stufe 1 haben? Packsicherheitsdienst. Stufe 2. Puh, nö, natürlich nicht. Schade. Das ist ja cool. Ah, jetzt geht's endlich weiter. Das ist echt geil. Das ist gut. Also, diese Sicherheitsstufen kriegen wir anscheinend an bestimmten Terminals. Ich hoffe, ich habe alle einmal durchgeklickt, dass ich das auch... Na Quatsch, nee, das kann nicht sein. Ach nee, warte mal eben. Von der Logik her, wir haben ja Sicherheitsstufe 1. Und 2 hätten wir nur bekommen, wenn wir vorher 1 haben. Das kann also sein, dass das Terminal, was uns Stufe 2 gibt, das haben wir schon längst begegnet und einmal angetippt, aber weil wir Stufe 1 noch nicht hatten, hat das nicht funktioniert. Kann das sein? Dass ich jetzt jedes Terminal für Sicherheitsstufe 2 nochmal abklappern muss? Also ich hoffe nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, ehrlich gesagt. Das wird ziemlich blöd. Oh, stopp mal eben. Ich muss nochmal zurück. Erstmal, wir müssen nämlich... nee, ist nicht nötig. Nee, ist nicht nötig. Ich wollte ein Tor ändern, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Sicherheitsstufe 1 haben wir, glaube ich, in irgendeiner Ebene von Raptor-Gehege gebraucht. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und dafür brauchen wir kein Tor, was wir irgendwie deaktivieren oder aktivieren müssen. Da könnten wir, meine ich, so hin. Jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie die ganzen Gänge wieder runtergehen und gucken, ob wir diese blöde Tür wiederfinden. Das Blöde ist, ich hoffe, dahinter wird ein Dino sein, weil ich würde das nicht, ich würde irgendwelche Türen öffnen und ich weiß da nicht, welches sein wird. Aber ich meine, es wäre auf der Ebene gewesen, wo diese grünen Fenster wären, wo man nach draußen der Dschungel angezeigt geworden ist. Ich glaube, das war, so auf dieser Ebene war es. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht so geirrt. Dann gehen wir da hin. Hier irgendwo im Norden war das Raptor-Gehege. Jo, da ist es. Ist doch schön, dass ich mir zumindest die Sachen hier wieder finde. Und jetzt ein kleines Vieh. Ah, verbrennen! Yay! So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Fahrstühle finden. Die waren ja, glaube ich, immer relativ am Anfang. Ach, hier ist doch schon einer. Ja, aber ich meine, da war noch irgendeiner. Ach, wir schauen einfach mal. Also im Raptor-Gehege waren wir jetzt wirklich ziemlich oft. Da waren wir echt ziemlich oft, ne? Ja, da waren wir ziemlich oft. Wir können auch mal runter, dann machen wir das direkt. So tief wie es geht. So. Genau, so eine Ebene war das. Jetzt muss ich mal gucken. Die Tür war aber versteckt in der Seite oder sowas. Die habe ich einmal übersehen oder zweimal übersehen. Ja, Munition brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr einzusammeln. Also wirklich die Wände uns anschauen, dass da irgendwo eine versteckte Tür ist. Das heißt versteckt, aber undurchschaubar. Ich meine, die wäre irgendwie so am hinteren Rand, so in die Ecke oder so. Hier vielleicht. Könnte es die gewesen sein? Nee, das kommt mir ein bisschen unbekannt vor, so ein Verbandskasten direkt. An Terminal? Nee, ich glaube, hier war noch nicht drin. Hä? Wer ist hier nicht?
Ja, toll. Und jetzt kriegen wir Sicherheitsstufe 2 oder was? Also das war ja echt nichts mehr. Ja, Parksteuerung. Wir gehen aber trotzdem mal ganz kurz auf die Türsteuerung. Wir wollen nun mal nur sicher sein, dass das so ist. Ich will nicht jetzt kein Risiko mehr eingehen. Hä? So. Hä? Was ist denn gerade? So, Parksicherheitsdienst. Stufe 2, bitte. Hä? Also, das kann nicht sein. Irgendwas können wir mit diesem Terminal, irgendwas können wir damit machen, was wir sonst nicht machen können. Hundertprozentig. Ja, das ist doch Schrott. Also können wir doch nur irgendwie Kommunikation irgendwas machen. Ja, was soll man denn da machen? Festland. Ja, toll. Schiff. Vielleicht. Oh! Wow! Autopilot des Schiffes eingeschaltet. Ablegemanöver abgebrochen. Schiff wird in Hafen bleiben. Ende der Nachricht. Moment mal eben. Autopilot des Schiffes eingeschaltet. Ablegemanöver abgebrochen. Schiff wird im Hafen bleiben. Ende der Nachricht. Okay. Wir haben irgendwas gemacht. Aber was bringt uns das denn jetzt? Hä, hey, was bringt uns das denn jetzt, was? Wurde eingeschaltet? Ende der Nachricht. Was bringt uns das denn? Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was uns das bringt, ehrlich gesagt. Aber wir haben irgendwas auf dem Schiff aktiviert. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück aufs Schiff. Auch wenn es leider ein bisschen blöd ist, da wieder zurückzugehen, aber wir müssen ja irgendwas aktiviert haben. Ich vermute mal, dass wir einer dieser Terminals, die wir dort gesehen haben, jetzt aktivieren können und dort Sicherheitsstufe 2 bekommen. Aus irgendwelchen Gründen. Anders kann ich mir das jetzt nicht so wirklich erklären. Merkwürdig. Aber hat der zu Gott sei Dank jetzt nicht so lange gedauert. Aber ich meine, wie war das nur im Buch, war das da auch so, dass sie da irgendwie das Schiff anhalten wollten, weil da so ein Raptor drauf war oder irgendwie sowas. War da nicht, ging es da nicht darum, um zu vermeiden, dass es irgendwie das Festland erreicht oder so? Irgendwie so, irgendwie, vielleicht hat das damit was zu tun. Da ein bisschen Story noch reingebracht wird, obwohl die eh keiner kapiert. Naja. Aber wir müssen irgendwas am Schiff geändert haben. Es muss irgendwas am Schiff geändert worden sein. Weil dort haben wir irgendwas aktiviert. Nämlich den Autopiloten.